bin hier in einem wirklich kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern und treffe mich gleich mit Bernd, der einen ziemlich heißen Beruf hat. Hier riecht es schon nach Metall und Feuer. Hallo, du bist Bernd. Ja. Ich bin Anke. Das ist ziemlich heiß. Ja, und dann noch die Hitze draußen. Oh ja. Am frühen Morgen ist es noch okay. Aber nachmittags wird schon ganz schön warm hier drin. Da kommst du ins Schwitzen. Ja. Woran arbeitest du gerade? Das wird die Aufhängung für eine Lampe aus Holz und Metall. Ich arbeite gerade an den geschwungenen Bögen, die nach oben hin zusammenlaufen. Wie heiß wird das ungefähr? Ungefähr 1000 Grad. 1000? Wow! Bis zu 1010 Grad heiß. Wenn man das so sieht, könnte man meinen, Schmieden ist ganz einfach. Darf ich das auch mal ausprobieren? Ja, ich hole dir eine Schürze, damit du dir deine guten Sachen nicht schmutzig machst. Mal schauen. Oh oh. Bisschen groß, egal. Das ist für dich. Komm mal her. Noch tiefer rein? Nein, das reicht. Und jetzt den Schalter drücken. Da. Das ist schlecht. Vielleicht ist der Hammer zu schwer? Nö. Probier's doch mal mit dem hier. Ich denke, der wird nichts bringen. Der schwere ist besser. Ich glaube, du musst es noch mal ins Feuer legen. Noch mal heiß machen, ja? Ich habe zu lang gebraucht mit dem Hammer. Hm? Du brauchst mehr Schwung. Da ist ja kein Feuer mehr. Ich Depp. Wenn ich mich bei dir als Lehrling bewerben würde, würdest du mich nehmen? Ich bin voll die Anfängerin, aber du könntest es mir beibringen, oder? Na klar. Versuch mal mehr auszuholen, nicht nur so kleine Schläge. Ganz locker. Damit geht er schon etwas leichter, oder? Das kommt alles mit der Übung. Immer Schritt für Schritt. Kann man auch normale Grillkohle verwenden? Nein. Nein? Warum nicht? Das ist spezielle Schmiedekohle. Ah, okay. Ich habe noch andere Kohle. Moment, ich zeig sie dir. Warte. Die hier gibt's ganz normal im Handel zu kaufen. Die muss ich nur bestellen. Die andere ist DDR-Kohle. Die gibt es so nicht mehr. Und woher hast du die bekommen? Die stammt noch aus alten Restbeständen von damals. Die Qualität ist sehr gut. Aber die andere hier ist ganz handelsüblich.
Und was ist der Unterschied? Welche ist besser? Die in deiner Hand glüht noch lange nach. Die bei mir verglüht recht schnell. Wofür ist das? Was meinst du? Wonach sieht es für dich aus? Hast du eine Idee? Vielleicht für einen Blumenkübel? Das wäre auch denkbar. Es ist aber ein Feuerkorb, also für Holz. Weißt du, wenn man abends gemütlich beisammen draußen sitzt. Gute Idee. Du hast früher als Landmaschinenschlosser gearbeitet. Und dann kam der Wechsel zum Schmied. Warum ausgerechnet dieses Handwerk? Zu DDR-Zeiten habe ich in Güstrow Landmaschinenschlosser gelernt. Bis zum Gesellen. Dann kamen verschiedene Berufswechsel, bis ich eines Tages die Zeitung aufschlug. Da wurde ein Schlosser und Schmied gesucht. Ich wurde nach der Probezeit übernommen. Die Zeit vergeht so schnell und jetzt bin ich sogar schon seit 13 Jahren selbstständig. Und kanntest du den Beruf schon oder war das reines Interesse? Ja, das kannte ich schon. Als ich klein war, habe ich meinem Vater immer beim Schmieden zugeschaut. Er ist auch Schmied von Beruf wie ich. Er hat damals als Hufschmied gearbeitet, hat also die Hufe von den Pferden beschlagen. Das fand ich schon als Kind spannend. Und später bin ich wie durch einen Zufall auch Schmied geworden. Die Tür hast du auch selber gemacht? Ja. Oh, die ist so schön. Das war eine Zusammenarbeit mit einem Tischler aus Hamburg. Er hat eine riesige, gewundene Holztreppe gebaut. Ich habe mich dann um die Metallarbeiten gekümmert, den Handlauf angefertigt mit den Streben. Zuerst wurde die Holztreppe ausgeliefert. Die Metallteile sind noch hier geblieben. Eine Woche hatte der Tischler mit dem Einbau der Treppe zu tun. Und dann kam er mit einem LKW zu mir, um das Geländer abzuholen. Wir haben die Metallteile aufgeladen und sind dann gemeinsam nach Hamburg zur Montage gefahren. Interessant. Das war ja dann ein ziemlich großes Projekt. Toll. Ich habe da gerade was entdeckt. So ein kleines Metallteil. Was ist das? Das war eine Arbeit in einer Kirche. Das da ist die Mini-Version. Aber in der Kirche sind die Bögen schon sehr groß. 3 Meter hoch. Aus Volleisen. Und sehr schwer. Das ist ja dann eine schöne Erinnerung für dich. Ja. Kann man sich das in der Kirche mal anschauen? Ja, selbstverständlich. Das kann ich dir gerne zeigen. Na dann los.
Das ist es? Die Bögen? Ja. Toll. Und hoch. Ganz schön groß, oder? Ja, vom Modell zum Original. Dass wir uns treffen können. Hallo. Wir gehen mal rein und gucken mal, und so, wie das geht. Und genau. So. Er hat, glaube ich, ein gutes Händchen so dafür gehabt, so den Rundbogen und den Spitzbogen zueinander zu bekommen. Und dann ist es ja auch noch mal eine Sache dieser mit Materialien, ne? So schweres Material so gut zu verarbeiten, das ist schon Kunststück. Ich denke, wir haben da einen tollen Meister gefunden. Der hat uns was richtig Schickes gebaut. Bernd mit seinem Vater. Und was machen wir jetzt? Ich habe noch zu tun. Ich muss noch was vorbereiten. Da komme ich mit. Ja. Das ist ja toll. Und alt. So einen habe ich noch nie gesehen. Das ist toll und so alt. Welches Baujahr ist das? 1963. Da war ich noch gar nicht auf der Welt. Welcher Jahrgang bist du? Ach, das rechnen wir später mal aus. Was hast du damit vor? Mein Wunsch wäre, den Bus für die Schmiede zu nutzen oder für die Familie. Beides. Ich sehe da hinten Regale. Könnte man da drin auch schlafen? Nein, das war eigentlich ein Feuerwehrfahrzeug. Die Schläuche und andere Materialien wurden darin aufbewahrt. Das ist so cool. Ich habe sowas noch nie gesehen. Was passiert damit? Das sind Tore für den Friedhof. Und was musst du da vorbereiten? Wie läuft das ab? Die baue ich da jetzt ein. Wenn du willst, kannst du zuschauen. Ja. Das muss wieder raus. Nun? Das passt da nicht. Das Spiel hat er da, ja. Ja, der hat Spiel. Und muss noch mal ausgeschliffen werden. Was ist das Problem gerade? Das ist vom Verzinken etwas dicker an der Stelle geworden. Wir haben es zum Verzinken gebracht und danach ist es an der Stelle etwas zu dick geworden und deshalb passt es nicht mehr richtig.
Passt. Okay. Super. Heiß, die Sonne kommt langsam rum. Oh, du schwitzt ordentlich. Das ist schon nass geschwitzt. Jetzt ist es geschafft. Seid ihr fertig? Fertig, ja. Bis auf das Tor. Da muss ich noch nachjustieren. Ansonsten fertig, ja. Ach, und der Türdrücker muss noch dran. Aber dann ist alles fertig. Und, bist du zufrieden? Ja. Sehr. Toll. Ja, Prost. Gutes Ergebnis. Jawohl. Und? Gut? Gut gemacht. Gut. Mal ehrlich, dein Beruf als Schmied ist schon extrem hart, anstrengend und schweißtreibend. Wie entspannst du dich nach Feierabend? Komm mal mit, ich zeig dir was. Das da ist eine Java. Was? Java? Ein tschechisches Fabrikat. Von früher. Und die fährt auch noch? Ja, mit der kann man noch fahren. Die ist auch so alt. Du sammelst wohl doch Oldtimer. Das kommt durch meinen Vater. Er hatte früher auch eine Java. Die ist aber schon lange verkauft. Das da ist das kleine Modell. Mein Vater hatte eine größere, mit Seitenwagen. Da haben wir 4 Kinder reingepasst. Tschüss! Ich bin mal weg. Abschalten!